diese Energie, in der wir sind, wird sehr, sehr viel Wandel bringen. Wir haben eine ganz, ganz hohe Kraft, die wir seit ungefähr 12 Jahren immer wieder haben, dass wir in dieser Zeit der Sonnenwende connected sind mit dem galaktischen Zentrum. Das heißt, dass die Erde so nah wie irgend möglich am galaktischen Zentrum sozusagen gerade vorbeischrappt, ja? Und genau diese Energie bringt ganz viel Bewusstsein, bringt wirklich eine Energie, wo wir uns erinnern an unseren Ursprung, wo wir wieder wissen, wozu wir hier sind und wo einfach eine ganz starke Sogkraft entsteht, dass wir dass wir uns ausrichten auf das, warum wir eigentlich hier sind, auf unsere Essenz. Dazu kommt, und das ist wirklich, wirklich spannend, dazu kommt, dass es ein Vollmond auch ist. Heute ein Vollmond eben in Schütze-Zwillinge, was ein ganz, ein intensiver Ausdruck ist von des Wiederfindens unseres Urvertrauens und vor allem ein Ruf, ein Aufruf in eine Erweiterung unserer Sichtweisen. Ich würde es so ausdrücken, unser Tunnelblick endet hier. Unser Tunnelblick endet und wir gehen jetzt in unserem Sehen über den engen Horizont hinaus. Und ihr könnt euch vorstellen, es gilt für alle auf der Erde. Das gilt jetzt nicht nur für die, die so bewusst, scheinbar, ja, so bewusst mit Energien umgehen, sondern jeder spürt, dass jetzt irgendwie es lichter wird, dass wieder mehr die Angst geht, dass wieder irgendwie es weiter wird, dass es, ja, und auch heiterer, wieder leichter wird. Das ist genau das, was wir lange ersehnt haben und was vielleicht für viele noch ein bisschen so sehr eingebunden ist in die praktische, materielle Welt. Und viele sind ja enorm überfordert, um das alles zu tun, um zu funktionieren, weil das eigentlich auch nicht mehr der Weg ist. Also das ist einfach ein sehr, ja, ein starker Ausdruck dessen, was jetzt entstehen darf in der nächsten Zeit. Und natürlich wird all das, was jetzt halt im Außen so brodelt und was so, ja, sich zeigt, einfach noch ein bisschen dauern. Aber dieser Hinweis, dass wir am Übergang, an dieser Nähe vom galaktischen Zentrum, einen Vollmond in Schütze-Zwilling haben, ist ein ganz starker Ausdruck, dass die Wahrheit ans Licht drängt. Eine Wahrheit, wo wir wieder anders auf unser Leben schauen, auch auf das, was geschieht, wo wir wieder eine Vogelperspektive haben, wo wir wieder mehr der Adler sind, der sieht, das läuft ab. Aber ich muss jetzt nicht involviert sein und ich muss mich nicht anstecken lassen von dieser Dramatik oder von diesen Emotionen im Außen, sondern ich kann wieder mit ein Stück weit Distanz darauf schauen. Aber das ist nicht alles, was heute geschieht, sondern es ist auch so, dass Chiron jetzt wieder direktläufig wird. Er war seit Juli dieses Jahres war er rückläufig. Jeder rückläufige Planet bringt uns in all die Gefühle, Emotionen hinein, die wir über viele Leben, aber auch in diesem Leben verdrängt haben, was einfach noch zu uns genommen werden möchte. Also was wir an Anteile noch nicht ganz spüren haben, trauen, ist gewagt, dahin zu schauen. Und ihr wisst, Chiron ist die Wunde. Chiron ist der Schmerz. Chiron ist die Getrenntheit auch, aber auch unsere Fähigkeit, unsere Kraft, unsere Essenz.
Wenn Chiron heute, das ist heute direktläufig wird, ist eine ganz tiefe Reise durch die Schmerzen beendet. Ein karmischer Kreis schließt sich. Es bedeutet, dass wir jetzt die letzten Monate einfach alle, wirklich alle gefordert waren, in der Tiefe uns anzuschauen, was für Ängste noch da sind, was für Vermeidungsstrategien da sind, aber auch was für eine Instabilität wir bekommen, wenn die äußere Sicherheit nicht gewährleistet ist. Und all das findet nun ein Ende. Und wir reisen mit dieser Direktläufigkeit des Chirons in unsere Essenz. Wir reisen in das hinein, was uns wirklich ausmacht. Ihr könnt euch vorstellen, wie das alles jetzt so auf einen Schlag, wie ich würde es ausdrücken, wie so ein Paukenschlag in das Neue, ja, in das, was wir immer ersehnt haben, stattfindet. Dazu kommt, dass auch gerade heute Venus rückläufig wird. Im Steinbock. Diese Rückläufigkeit der Venus zeigt uns an, dass es in der nächsten Zeit bis Ende Januar um das Wiederfinden unseres Selbstwerts geht. Alles, was wir durch die Zeit auf der Erde in einem Mangel an Wert getan haben oder wo wir uns klein gemacht haben, wo wir in Beziehungen, immer das Gefühl hatten, wir dürfen nicht zu viel verlangen oder wir dürfen überhaupt nichts erhoffen oder wir dürfen uns nicht ausdehnen, wir dürfen nicht einfach lieben, uns freuen, miteinander in eine Öffnung gehen. All das wird jetzt einfach nach und nach geöffnet. Also ist das Motto jetzt, ja, befreie dich aus diesem Mangel an Wert, schau, was in Beziehungen wesentlich ist. Es ist ein ganz tiefer Weg jetzt für uns alle, uns in Beziehungen einzulassen, verbindlich sein, Klarheit auch und Ordnung zu schaffen in unserem Umkreis, in unseren Beziehungen. Und mit all dem, was jetzt geschieht an dieser Öffnung in die Essenz, aber auch in dieses ganz starke, tiefe Vertrauen wieder, dass das Hiersein auf der Erde ja nicht nur einen Sinn hat, sondern dass es ein Genuss ist, dass es eine Freude ist, dass es ja, dass man wieder entspannen kann mit dem Hiersein, ohne ständig so eine Bedrohung zu fühlen. Ja, all das wird jetzt eine gute, gute Zeit für uns bringen. Und man sieht, dass gerade Ende des Jahres, ja, Silvester, wenn es in die neue Zeit geht, dass da jetzt einfach ein Jupiter in Fische uns wieder in unsere Urseelenheimat bringt. Ja? Genau, also das einfach mal so zu spüren, was da jetzt in diesen ganzen Tagen, ja, in diesem ganzen Feld da wirklich geschieht, was da für uns abläuft. Und ja, eine tiefe Dankbarkeit, dass wir heute hier zusammen sind, dass wir diesen Raum miteinander teilen können und einfach auch, ja, es spüren, denn wir sitzen tatsächlich alle im gleichen Boot. Wir wissen alle, ja, dass es jetzt an der Zeit ist, dass sich alles endlich öffnet und wir wieder tief auf der Erde uns aussöhnen mit unserem Weg hier. Ja, und jetzt sind Christopher und Paul weg, die könnten ja jetzt ein bisschen Musik machen. Wie wär's denn? Tja. Sie werden wiederkommen, an da kommen tief, tief Vertrauen. Und es geht auch so darum, was man jetzt so spürt, dass es wieder um so viel mehr Humor geht, um so viel mehr Lebensfreude.
Vor allem aber auch um ein Ausprobieren, um eine Kreativität, um ein sich immer wieder spüren, was will ich jetzt hier eigentlich wirklich? Was ist wichtig oder was ist in dem Ganzen, was ich gerade lebe, das für mich, was mir zutiefst, tiefst Freude macht? Und was ist das, was ich immer noch mache aus Pflicht, aus Schuldgefühl, aus Verantwortlichkeit, aus Angst, nicht zu genügen, aus dem Gefühl, nicht gut genug zu sein? All das, ja, all das wird nun mehr und mehr überprüft, sodass wir eine Entscheidung treffen nochmal, eine ganz große Klarheit reingeben, um da wirklich das Leben auf der Erde in einer völlig anderen Frequenz zu leben. Genau. Musik. Zeitloses Einzusein, alle Wesen.
Mutter Erde, meinem Sein auf ihr. Was ich gestalten werde, steckt uns im Jetzt und Hier. Ich liebe mein Sein und helf mir auch dabei, mich selbst zu lieben, das macht uns beide frei. Ja, das ist die Vision der Zukunft, die wir alle spüren, dass Mutter Erde alle Seelen hier bestens ernähren kann, dass jeder hier in Fülle leben darf, dass wir vor allem mit der Erde in Liebe und Respekt leben, mit all den Tieren, mit all den Wesen. Das ist das, was jetzt passiert, wo wir in dieses neue Zeitalter gehen, wie auch immer wir darüber rutschen. Gell? Mm. Dein Herz weit auf, sei durch, sei durch, schau dein Leben hoch, sei froh, breit die Ohren weit aus, ebo, jo, ebo, steig zur Sonne auf, was jetzt mit uns passiert ist, dass der Weg in die nächste Dimension offen ist. Was wir jetzt erleben, ist das, wo wir so lang drauf gewartet haben. Keiner konnte sich viel wirklich vorstellen, wie es ist, wie es geschehen wird. Und ich weiß nicht, ich bin gerade heute wieder so, ich habe so ein Enthusiasmus gespürt und so eine Freude für, ja, es passiert und ich spüre das in den nächsten Tagen und Monaten, ganz weltbewegendes geschehen wird. Und ich war schon, hoffentlich können wir diese Nacht in der Jurte jetzt noch machen, also dieses Konzert hier machen, weil ich glaube, es wird sich einiges ändern, ja. Und dann machen wir wieder Konzerte im Salzheilstollen, aber so richtig, ja. Auch sehr gern obendrauf, ja, auf dem Berg. Auf dem Berg, genau. Dimensionswechsel. Kleinen Terzen.
Danke euch für das Schwingen zwischen den Klängen. Und ich gehe jetzt ein Stück weit in meine Führung und in die geistige Welt und schau einfach, was jetzt für euch kommt, was einfach gesprochen werden möchte. Und wenn ihr einfach mal tief ausatmet und still seid, still, die Stille ist das Tor zu allem, was schwingt. Seid willkommen. Willkommen, Seele. Jetzt, in diesem Moment. Jeder Moment öffnet sich in alle Ewigkeiten hinein, so wie du jetzt hier bist, so sind wir mit dir in einem Raum. Es gibt nicht die Trennung. Seid gegrüßt. Wir sind in tanzender, in singender Freude, dass genau du hier bist, jetzt in diesem Moment. Denn die Einheit ruft, denn die Liebe ruft euch. Und es ist immer die Zeit, es ist immer die Zeit, dass du eintrittst in das Tor, das jenseits der Getrenntheit, jenseits der Angst liegt, dass du eintrittst in dieses Land, das alles vereint.
alle Unterschiedlichkeiten, alle Meinungen, alles an Verwirrung, dass alles, was geschieht, in einen wirbelnden Kreis einfügt. Es gibt nichts, liebe Seele, was dich in dieser Zeit hindern könnte, dieses Land zu bereisen. Denn in diesem Raum, der deine Essenz ist, in diesem Raum, der du bist, liebe Seele, kannst du alles wieder in dir vereinen, was du geglaubt hast, verloren zu haben, was du geglaubt hast, in dieser Zeit nicht mehr wiederzufinden, auf dass du wieder spürst, dass all das, was du losgelassen hast, dass all das richtig war, dass alles stimmt. So tritt ein jetzt mit uns in diesen Raum. Und dann spüre, fühle Vertrauen, Fülle, ein Meer von Möglichkeiten, zutiefste Berührtheit von dem, was Leben ist. Fühle ein weites, offenes Herz, das mit allem schwingen kann, was da ist. Lass ein Wahrheit und die Ordnung in deinen Zellen. Denn die Zeit der Reinigung ist bald zu Ende. Und dann sei dir eingeladen, gereinigt, offen, frei, die Räume jenseits der Trennung wieder in euch hineinzuatmen. So jetzt, Seele, erinnere dich an das, was du in Wahrheit bist. Erinnere dich, dass alles das, was um dich schwingt, du eingeladen hast. Dass es genau das ist, was du brauchst, mit all den Stürmen, den Wellen, dem Durcheinander, dem Chaos, mit all dem, was Erde ist und was geschieht. Mit all der Liebe, mit all dem tiefen Öffnen für so unendlich viele Begegnungen in deinem Leben, Seele, erinnere dich an die Farben, an die Töne, an das, was du riechst und berührst mit den Händen. Erinnere dich, was für eine Gnade Leben ist. Was die Erde zu dir spricht in einem jeden Moment, sei hier, sei hier, sei hier. Sei in diesem Körper zu Hause. Fühle die Dankbarkeit für dein Sein und sei allezeit bereit für neue Abenteuer, für neue Möglichkeiten, denn dies ist die Botschaft, die Information in diesem Moment in der Zeit. In diesem Moment der Zeit und jenseits der Ewigkeit. So, liebe Seele, dass du hier bist. Was für eine Gnade. Was für ein immenses Geschenk. Vergiss dies nie. So wie wir heute hier mit dir in diesem Raum sind, Seele, so bist du auf immer gehalten und umarmt. Auf immer. Und während du jetzt hier sitzt, Seele, sind wir hier mit dir, bei dir, berühren dich. Es gibt nicht die Trennung. Es gibt nicht da dieses, was ihr nennt, die Verschiebung von dem physischen Körpern. Hier bist du
Und hier sind wir. Wir sind jetzt mit dir in diesem Raum. Und liebe Seelen, ihr werdet dies in der nächsten Zeit mehr denn je fühlen. Der Raum ist offen. Der Raum ist bereits offen. Es geht nur darum, dass du dich entscheidest, ganz genau hinzusehen, dass du bewusst und klar bist, dass dieser Raum da ist, dass du vertraust darauf, Seele, dass wir hier sind, so dann können wir uns begegnen. So, wenn ihr weiter seht, dann seid ihr bereits frei. Wir sehen dies, liebe Seelen. Es ist nichts mehr dazwischen. So alles, was im Außen ist, lasst es nach und nach einfach nur geschehen. Lasst es geschehen. Aber seid unberührt. Wie ein Schwan, der da die Wassertropfen abperlen lässt an den Federn. Es hat nichts mit dem zu tun, was eure Essenz ist. Es hat nichts mit dem zu tun, wie weit, wie offen euer Herz ist. Auf immer mit euch in diesem Raum der Liebe. Auf immer, Seelen. Und freut euch auf euer Leben weiterhin. Ihr werdet so berührt sein wie nie zuvor. So tief, denn eure Seelen und eure Zellen sind geweitet im größten Ausmaß. Wir mussten oder wir durften euch aufbrechen, damit die Schale bricht, damit ihr frei seid, nackt wieder, wie als Kind, damit ihr da seid, wie ein Kind, Seelen. Und so sei es, so sei es. So hab Dank für unser Sprechen, hab Dank für eure offenen Herzen. Wir fühlen euch, wir wissen um euch. Hab Dank und dem göttlichen Sein, das mit euch schwingt auf alle Zeit. In Liebe zum Gruße. Hab Dank und hab Dank und hab Dank. Und wir verneigen uns vor jeder Seele. Wir verneigen uns vor allem, was du erfahren, erlebt und bereits erlöst hast, Seele. Du weißt nicht, wie sehr wir dich lieben und achten. Hab Dank und hab Dank und hab Dank.
was ich will, ist lieben, lieben, wie ich wirklich bin. Das sollte ich von Anbeginn, alles, was ich will, ist Liebe.
Thank you.
Oh.
Danke, danke.